Besser konnte man nicht in die Saison starten. Es scheint mit dem Aufstieg wirklich zu klappen. Und wer weiß, Manni, vielleicht ist sogar der Titel noch drin. Und die Leitung des Spiels übernimmt heute Sung Kwan Chung. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Sergio Ramos. Jetzt ist erstmal ein bisschen genug. Und Tor. Was für ein kurioses Tor, da macht er sich selber zum Kasper. Ja, und so machst du dich nicht beliebt. Nicht bei den Fans, nicht bei den Mitspielern, schon gar nicht beim Trainer. Sergio Ramos. Xabi Alonso. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Das muss es sein! Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung. Nicht wirklich. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Und schöne Flanke. Gut gehalten. Xabi Alonso. Jawohl, abgefangen. Benzema. Eine Ecke wäre Ihnen wahrscheinlich lieber, aber es gibt nur Einwurf. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Benzema. Da ist es, das fleischgewordene Strafraumgespenst. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Ein schöner Zweikampf von ihm, kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Lässt sich bei der Ballannahme nicht beirren. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht.
Di Maria. Oh, gehalten zunächst. Modric. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Marcelo. Kehl. Cristiano Ronaldo kämpft um den Ball. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Schmelzer. Błażejkowski. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Kehl. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Cristiano Ronaldo. Schmelzer. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Ein weiter Pass. Er sucht Aubameyang. Bender. Marco Reus. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Achtung, jetzt! Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Benzema. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau. Dafür gibt es den Freistoß und das aus gefährlicher Position. Schiedsrichter Telefon. Warum denn nur gelb? Unfassbar, nicht nachvollziehbar. Nach einer klaren Notbremse muss er ihn vom Platz stellen. Musste halten und er hat ihn auch gehalten. Ja, wirkt ganz, ganz souverän bisher. Und wie wir hier sehen, ist es dem Torwart zu verdanken und sonst keinem, dass dieser Freistoß nicht den Weg ins Ziel gefunden hat. Scharf geschossen, bravourös abgewehrt. Ganz schlechte Ecke. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Schmelzer. Bender. Toll, wie er das macht. Und gefährliche Flanke. Gündogan. Unglaubliches Tor. Und hier die Wiederholung dieses Tores. Im zweiten Anlauf. Und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. Di Maria. Pichet. Gündogan. Der Ball ist frei. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Zuschauer sind erwartungsfroh, die zweite Halbzeit läuft. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Thank you.
Flanke ist was für Aubameyang. Benzema. Wojciechowski bewegt den Ball. Da können wir die ganzen Schablonen rausholen. Ich sag mal, er ist eine Rakete. Unfassbar schnell. Diese Explosivität im Antritt. Beeindruckend. Kehl. Geht er rein? Nicht getroffen. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Benzema. Er attackiert ihn, er will den Ball. Die Situation wurde geklärt. Kehl. Reus. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Wojciechowski bewegt den Ball. Gündogan. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Kehl. Dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Also das darf überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. Cristiano Ronaldo. Gute Flanke. Real Madrid den Ball. Der könnte passen. Und er trifft. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen. Das ist eine erbärmliche Torhüterleistung hier. Sie liegen deutlich und klar vor. Reus. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Reus. Wojciechowski bewegt den Ball. Und schon wieder ist der Ball in den eigenen Reihen. Souverän geklärt. Reus. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Cristiano Ronaldo. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Aber hier nochmal ein Glück. Abseits. Er nimmt die Kugel ganz cool an. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Kehl. Gündogan. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Nein, den hält er. Unfassbar. Es geht doch. Es geht doch. Schmelzer.
Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Wojciechowski bewegt den Ball. Peter attackiert. Und da wusste er überhaupt nicht mehr, was er so machen sollte in dieser Situation. Da hat er den Ball einfach ins Aus gespielt. Pepe. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Marcelo. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Und was für ein Tor! Soll ich das abgenudelte Wort aussprechen? Ich spreche es einfach mal aus. Ehrentreffer. Ja, darf man an dieser Stelle sagen, das ist nicht mehr die große Wende dieses Tor.